Mein Name ist Dominik Ubimos, ich arbeite als Software Developer bei der Bosch Software Innovations GmbH. Wir haben von der Robert Bosch GmbH den Auftrag, Software für den Bereich Internet of Things zu entwickeln. Da der Bosch-Konzern sehr breit aufgestellt ist in vielen Bereichen, ist das eine sehr große Herausforderung, aber bietet auch sehr viele Möglichkeiten und sehr vielfältige Aufgaben. Ich entwickle im Bereich Machine-to-Machine eine Plattform für Geräteverwaltung und Anbindung. Wir arbeiten nach Scrum, das heißt, wir haben tägliche Stand-ups, sind immer in 3 Wochen Sprints organisiert, in denen wir vorgegebene Stories abarbeiten. Zu meinen Aufgaben gehört es auch, neue Technologien zu evaluieren und zu schauen, ob es möglich wäre, diese in unserem Produkt sinnvoll einzusetzen. Der Bewerber sollte ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Informatik oder Wirtschaftsinformatik mitbringen. Sehr wichtig sind sehr gute Java-Kenntnisse. Das ist eine der Kerntechnologien, auf die wir setzen. Er sollte natürlich sehr teamfähig sein, weil wir einen sehr hohen Wert darauf legen, dass der Teamzusammenhalt gut funktioniert. Außerdem wären Englischkenntnisse sehr von Vorteil, da wir auch Kollegen im Team haben, die Englisch sprechen. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ist natürlich der Standort. Direkt am Bodensee gelegen. Man kann auch mal in der Mittagspause am See essen oder sich einfach an den See setzen. Das entspannt ungemein.